Immer noch ein herzliches Willkommen zurück zu The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir ein wenig weiter die Gerudo-Wüste erkundet und die ein oder andere Sidequest gemacht, beziehungsweise die vier Abenteurer gerettet. Und ich höre mich gerade wieder doppelt. So, jetzt geht's wieder. Jedenfalls haben wir da die vier Abenteurer gerettet. Haben dann noch den Voi-Voi-Cocktail, keine Ahnung, zu der einen Gerudo gebracht, damit wir an den Schrein können. Und das Rätsel, beziehungsweise das war ja ein Belohnungsschrein, aber davor waren wir auch in einem Schrein, was mit Elektrizität zu tun hatte. Und das hat mir sehr besonders gefallen. Und heute wollen wir den Rest der Gerudo-Wüste erkunden. Das ist nämlich noch das kleine Stück hier und dann brechen wir schon ins neue Gebiet auf. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon die Sandrobbe... Natürlich, es ist klar gewesen. Ja. Also ein guter Jäger bin ich auf jeden Fall nicht. Und ich brauche die Feuerlanze. Habe ich natürlich nicht. Dann muss ich das Winterwams wahrscheinlich anziehen, oder? Frage ist, wo ist das Winterwams? Da. Ne, ist das heilige Gewand. Aber das ornige Gewand müsste auch gehen. Ja. Lunox, JT, guten Abend. Moin, Lunox. Ich hoffe, der Ton geht soweit in Ordnung. Müsste aber eigentlich. Ich habe nochmal ein bisschen gerade rum... Oder, ja, da rumgedreht. Wir wollen heute die restliche Gerudo-Wüste erkunden und danach... Jetzt auf ins neue Gebiet. Ich freue mich schon, wenn ich wieder offscreen die Crocs suchen darf. Oder zumindest gucken, ob ich welche finde. Ja, ich gehe ein bisschen zurück. Oh, nicht wieder diese Jäger. Kann man vor denen nicht einfach weglaufen und irgendwann ja, spawnen die weg? Ah, okay, das ist gut zu wissen. Nerven die. Seitdem ich diesen Jägerboss besiegt habe, wie hieß er noch, Meister Koga, seitdem kommen diese Jäger komplett, drehen die durch. Und in welchem Gebiet es ist. Achso, jetzt sind wir gerade im Gerudo-Gebiet. Die Totenköpfe muss ich noch erkunden, ja, und dann geht es schon auf ins neue Gebiet. Wir haben eigentlich die Wahl zwischen den beiden Gebieten hier. Obwohl, ich würde eigentlich das Gebiet hier eher nehmen, weil wir dann schon mal diesen Kreis geschlossen haben. Ganons Schloss kommt natürlich als allerletztes. Oh, Zitterfrüchte, die brauchen wir noch für das Gummigewand. Ja. Und was wir bei Gelegenheit mal machen können, ich habe es beim letzten Mal vergessen, diesmal habe ich daran gedacht. Wir haben ja hier drei schöne Amiibos. Ich versuche es mal vorzuhalten. Ah, okay, den sieht man jetzt nicht, den kleinen Link. Weil ich den Chroma Key Filter aktiv habe. Schauen wir mal. Was ich da drin. Warte, ich muss ja den Amiibo Scanner benutzen. Fisch und eine Truhe. Ich weiß nämlich, man kann da auch Gewänder drin und Kleidung bekommen. Na gut, ein Boomerang ist jetzt nicht das Gelbe vom Ei. Dann haben wir hier noch die Ritter-Amiibo-Link. Warte, ich halte das mal so, dann sollte das ein bisschen besser gehen. Pilze. Spurtling. Schleichling. Oh, was haben wir hier drin? 5 Feuerpfeile, so wie beim letzten Mal. Eine Amiibo habe ich noch, haben wir noch. Einmal die Wächter-Amiibo. Gucken wir mal als erstes diesmal eine Truhe. Reaktorkern wäre schön. Und Wächterschild nehmen wir mit. Und wir gucken natürlich auch noch in den... Oh, Kilton ist da vorne.
in den Kisten nach. Muss ich die jetzt ehrlich wegsprengen? Das wäre ein bisschen lächerlich, aber gut. Bitteschön, wenn ihr wollt. Feuerstein, Bernstein und... Na gut, Holzweil. Oh, Saphir. Und ein Topaz? Ne, ein Opal, okay. Gut, damit hätten wir auch die Amiibos. Was zum Teufel ist da? Ah, in die Richtung müssen wir ja eh. Okay. Ich sehe gerade, es ist... Der Greenscreen ist schon wieder ein bisschen weiter weg. So sieht's besser aus. Hier ist eng. Ein Stator auf jeden Fall. Könnte sich ein Krog verstecken. Ihr wisst ja, solange ich keinen Krog in einem Part, oder bevor ich kein Krog im Part gefunden habe, ist immer so eine missmutige Laune, aber... Okay, ich will das auf jeden Fall fotografieren, das Schwert. Vielleicht haben wir das noch nicht. Reise zwei hernach, komm. Mal ein bisschen gerade gehen. So würde ich sagen. Wir haben zwar immer noch nicht die Sandschuhe oder diese Sandstiefel, aber ansonsten kommen wir eigentlich relativ gut voran. Was ich schön fände, wenn die es eingebaut hätten, wenn es ganz heiß ist und ich zum Beispiel das Winterwams oder das Oni-Gewand anhabe, dass das Link dann schwindelig wird und dass es dann auch Abzug gibt. Das wäre noch ein schönes Detail gewesen. Aber wir dürfen uns ja eh auf den Nachfolger demnächst gespannt sein. Ich glaube, es gab auch sogar einen neuen Trailer. Also, zumindest ich habe nur einen Trailer gesehen. Es gab auch, der war ja auf der E3. Und ich weiß, ist das eine epische Truhe? Weiß ich nicht. Jedenfalls gab es auch einen neuen Trailer. Ich weiß. Oh, da oben ist ein Krog. Scheint aber keine epische Truhe zu sein. Kuckuck. Haben die mich. Och, verdammt, der war richtig daneben. Dass die mich immer noch nicht bemerkt haben. Dankeschön. Als ob. Obwohl ich Daruks Schirm an hatte. Das ist so lächerlich. Aber ich danke dir, Mifa. Wo will der hin? Ich habe keine Ahnung. Oh, da ist ja noch einer. So, und weg bist du. Wir dürfen den Krog dann gleich nicht vergessen, den ich gesehen habe. Hat er da nicht Elektropfeile? Doch, der hat Elektropfeile. So. Leider keine epische Truhe. Aber dafür ein bisschen Stuff. Ich höre aber noch einen. Da habe ich mir das nur ein... Doch, ich meine doch, da ist noch einer. Aber nur ein schwacher. Schauen wir mal, wo die Krogblume uns hinführt. Okay. Der Krog will wohl in die andere Richtung. Ah, da haben wir ihn doch schon. Gib mir deinen Krog sammeln. So, sonst müsste das alles gewesen sein hier. Müssen wir weiter in die Richtung hier. Sieht gut aus. Ja, jetzt sieht es wieder gut aus.
Boah, ich muss noch offscreen ein paar Zitterfrüchte farmen. Aber alles mit der Zeit. Ich werde mir morgen auch noch ein paar neue Amiibos holen, weil für mich gehört das ja auch dazu auf 100%. Ja, also sprich alle Gewänder-Upgrades. Ich muss nur noch mal gucken oder mich informieren, welche Amiibo welches Gewand man bekommt. Ne? Gönn dir. Gönn dir, Bruder. Oh. Ein Moldora, den müssen wir ja noch killen. Ich glaube, wir haben eine Quest, wo wir 4 Moldoras killen müssen. Und nachher auch verkillten müssen wir die 4 Stück töten. Locken wir ihn mal raus. Aber ich glaube, One-Hit. Doch, One-Hitten kann ich ihn eigentlich auch. Ist das so blind oder? Bin ich zu blöd? Oh, ein Sputtling. Die arme Seerobbe. Oder die arme Sandrobbe. Geh weg da. Ist das Vieh jetzt ab... Ah, nee, da vorne ist es. Oh, hier sind so explosive Fässer. Alter. Habe ich kein anderes Damengewand, nur dieses. Na gut, muss reichen. Ich habe ja zur Not auch noch Feen, aber kommt er jetzt endlich mal her? Ernsthaft? Warum flieht er von mir? Oder bewacht er das da in der Mitte? Gut, da sind auch Mobblins, aber sogar Schwarze. Revali, einmal bitte kurz rauf da. Danke. Oder haben die Angst vor Moldora? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Immer das Elektroschwert und Setbonus. Was? Selbst das reicht nicht aus? Okay. Ich weiß noch, ich habe einmal eine Hitzemedizin, habe ich... noch. Obwohl, ich habe noch einen Polarstab, alles gut. Und runter mit euch. Jetzt darf der Moldora euch schön. Oh nein, da unten ist die Truhe. Für 15 Feuerpfeile. Schnell weg hier. Alter Link, da kommst du doch wohl hoch. Nein, da kommt. Oh Gott. So. Wo ist der Moldora jetzt wieder hin? Die könnten eigentlich nerven hier. Keine Bombenpfeile. Nehmen wir mal die Feuerpfeile hier. Er lebt noch. Jetzt sollte er down sein, ja. So, wo ist jetzt der Moldora? Davor. Da vorne ist er. Soll ich mich treffen lassen? War doch eben da vorne der Moldora. Da ist er! Nein! Ich esse vorsichtshalber nochmal was. Ah, komm, gönn dir, Link. Ah, verdammt. Das wollte ich nicht. Ah! Ich wollte hiervon essen. So.
Da ist er. Nehmen wir mal die Bombenpfeile. Ah, ich hoffe, dass ich ihn damit an die Oberfläche bekomme. Ja. Jawohl. Was hat er, was macht er bitte für ein Geräusch? Ja, moin. Die Hälfte von Moldora ist, die Hälfte von Moldora ist aber weg. Nice. Wie sie das anhört, Alter. Komm schon, Link. Gib ihm. Jawohl. Das ist, glaube ich, ein weißer Exalfos, ne? Ja. Da ist die Eislanze leider zerbrochen. Ach komm. Lebt immer noch. Was ist in der Truhe? Königsschild 75. Boah, das nehmen wir mit. Eindeutig. Welche schmeißen wir denn mal weg? Oh, Stärke 75 Abwehr. Alter. So, ist er jetzt endlich down. Dankeschön. Was hat er denn noch so gedroppt? Kann ich das fotografieren? Nee, aber okay. Dann geben wir dann mal wieder den Polarstab, Link. So sollte es ja gehen. Okay. Trotzdem weiter in die Richtung, ne? Ja, in die. Ich hoffe, das ist nur normaler. Jo, so ist es. Brauchen die Exalfos kein Wasser? Ich meine. Oh, wartet mal. Vielleicht haben wir ja Glück. Natürlich haben wir kein Glück. Und hier ist eine Truhe. Ja. Oh. 50 Rubine, okay. Nehmen wir gerne an. So, wir gehen weiter in die richtige Richtung. Genau, hier waren wir ja schon. Und da hinten sehe ich den Totenkopf auch. Ich sollte noch mal was essen. Nein, den 18er Herz heben wir uns auf. Oh, warte, ein Stromexalfos. Na komm, den hauen wir mit der Elektrolanze. Braucht ein Stuff vom Elektro. Exalfos. Noch für ein paar Gewänder. Ja gut, ich wollte gerade sagen, Elektro macht ihn wenig aus, aber. Aber der Stuff ist halt gut, ne? So. Was haben wir hier oben? Explosive Fässer, wofür?
Hier wird doch. Da wird doch wohl kein Krox sein, oder? Glaube ich auch nicht, also. Das heißt, wir gehen jetzt. Wir kommen. Was ist hier? Die Domaradüne. Ja, wir gehen jetzt einmal so ein bisschen schräg. Was ist das? Ah, ein Exarphos. Und gehen dann einmal so. Gehen wir bis da oben. Ich würde sagen, wir gehen dann einmal hier bis nach oben und dann so einmal rum. Ja. Ja, wenn so eine Frostmelone auch in der Wüste im Real Life wachsen würde, das wäre schon nice. Und ich sehe noch einen Moldora. Und ich darf laufen. Revali, ich brauche dich einmal. Ich hoffe, das ist hoch genug. Wo ist er? So, da ist er, kommt er raus. Link. Komm schon, lauf, lauf. Komm, mehr, Link, mehr. Aber im zweiten sollte ich ihn one-hitten können. Natürlich. Bon Appetit. Bleib hier. Habe ich noch einen? Ich habe keinen Revali-Sturm mehr. Jawohl. Schön gemacht, Link. Jetzt auf den Kopf rauf. Aber in so einem Maul will ich auch nicht landen. Komm schon, du hast ihn noch gleich, Link. Jawohl. Das war der vierte und letzte Moldora. Was ist in der Truhe? Königsschwert. Haltbarkeit, aber... Nee, nee. Den lassen wir mal. Ich könnte mal wieder auf den Polarstopp gehen. Aber da vorne würde ich gerne hin. Zur Dormadüne. Düne. Da könnte ich mir noch einen guten Krog vorstellen. Und ich sehe jetzt schon einen, ja. Ich sehe zumindest Fackeln. Und wenn ich Fackeln sehe, die nicht an sind. Natürlich. Oder es ist ein versteckter Schrein. Das könnte auch sein. Oder Feuerpfeile, oder? Ja. Zählt das? Ja, zählt. Link. Ah, vielleicht sollte ich doch ein Schwert. Hm, ist egal. Na komm her. Ja. Und ab mit dir. So, da vorne noch zwei Fackeln und dann haben wir es. Ja, irgendwas wird es ja bedeuten. Ich hoffe, es gibt kein Zeitlimit. Sonst müsste ich es nochmal machen. Nee, es gibt kein Zeitlimit und ein versteckter Schrein. Ja, nice.
Ich hoffe aber, dass es kein Belohnungsschrein ist, aber ich gehe davon aus. Tokayu-Schrein. Okay. Natürlich ist es ein Belohnungsschrein. War ja klar. Tokayus Segen. Ist hier wenigstens was Anständiges drinne? Natürlich. Aber ich muss den Bogen mitnehmen, sonst zählt es nicht zu den 100%. Ah, guck mal, da oben, der Bogen geht sowieso kaputt. Wegwerfen. Und her mit dem Zeichen der Bewährung. Boah, 87, 23, 33 Schreine noch. So viele sind. Also ein paar haben wir bestimmt übersehen, aber oh, wir sind schon bald bei 500 Crocs. Oh. Ich wollte ja so 5, 6, 700 alleine finden. Und das sieht eigentlich ganz gut aus. Obwohl ich denke, wir haben jetzt noch zwei Gebiete. Ja. Oh gut, wir haben noch drei Gebiete vor uns. Okay. Joa. Okay. Stempel löschen, ein bisschen nach links. Jo, das sieht gut aus. Wo ist das? Da müssen wir eh gleich. Ah, da gucke ich jetzt einmal schnell nach. Wir wissen, was da oben ist. Hier haben wir wieder ein paar Frostmelonen. Oh, ein Spurtling. Braucht man nicht 55 Spurtlinge für eine Sidequest? Doch. So, und diesmal. Obwohl, Spatz, den haben wir schon fotografiert, okay. Ja, moin. Das sieht mir 100 Pro nach einem Croc aus. Irgendwas ist da vorne. Ich kündige mich mal an. Haben die noch nicht gepeilt, wo ich bin oder was? Ich brauche was zum Kämpfen. Okay, das Master Sword ist wieder bereit. Das ist schön. Und hier versteckt sich eine Truhe. Die holen wir uns auch gleich. Und natürlich wird es jetzt kalt, war ja klar. Thank you.
Schauen wir mal, was wir hier in der Truhe haben. Ne, Königshellbade, naja. Revalis Sturm ist bereit. Danke dir, Revali. Und hier ist doch bestimmt irgendwo ein Krog. Wir schauen uns die Palmen gleich näher an. Ich will hier einmal die Exalfos eliminieren. Und natürlich ist hier noch ein Weißer. Warte, ich will den anderen einmal kurz aber weghauen. Der nervt mich sonst gleich. Na komm her. Na komm, weiter. Wir haben ihn gleich. Jawohl. Wie gemein ich bin. Was haben wir hier drin? 10 Feuerfreude. Nice. Und hier ist doch 100 pro irgendwo ein Krog. Das riecht schon danach. Wahrscheinlich auf dem höchsten. Hier ist kein Krog, WTF. Ja, aber... Hörtet mal. Hier sind aber Palmfrüchte. Ist da eine Palmfrucht? Ich nehme die Palmfrüchte einfach mal ab. Und dann sehen wir ja, was passiert. Aber... Nee, leider nicht. Okay. Aber die Stelle merken wir uns einfach. Weil ich glaube schon, dass hier, hier ein Krog ist. Aber gut. Wir gehen... einmal komplett geradeaus. Warte, ich will nochmal vor auf die Karte gucken. Gleich kommt nämlich der Sandsturm. Das gefällt mir gar nicht. Er ist schon da. Na komm, gehen wir geradeaus. Aber es muss auch gutes Training sein, in so einer Wüste immer laufen zu gehen. Daruks Schirm ist jetzt einsatzbereit. Danke dir, Daruk. Das ist schon die zweite Statue, die wir sehen. Zeigen die in der Richtung? Ich folge dem einfach mal. Ich sehe sowieso nichts. Von daher. Aber das hindert uns nicht daran, nach Krogs zu suchen. Blutkraut. Ach, du mit deiner Aquaknarre. Boah, jetzt reicht's mir. Und ich sehe ein Krograd da oben. Hat sich also auf jeden Fall gelohnt. Da ist schon wieder eine Statue. Also die zeigen wohl doch in irgendwelche Richtungen. Sind hier zwei Krogs? Also ein bisschen... Obwohl, warte. Dadurch, vielleicht haben die Entwickler das Krograd mit Absicht dahin gepackt, damit man es besser erkennt, wegen dem Sandsturm. Oh, das waren die Entwickler aber mal nett. Wir gehen hier lang. Oh, da oben. Da müssen wir auf jeden Fall hin. Ach komm, lasst mich doch in Ruhe.
Der zeigt da lang. Ich will aber darauf. Darauf. Da ist hundertprozentig ein Krog drauf. Kannst du hier nicht laufen, Link? Okay. Ich dachte, dass du hier laufen kannst, aber gut. Ich wollte dich gerade loben. Wenn hier kein Krog drauf ist, fresse ich einen Besen. Natürlich. Hallo, Kroggy. So, wo zeigen die Statuen hin? In die Richtung. Alles klar. Ich weiß zwar nicht, womit das verbunden ist, wird wahrscheinlich eine Sidequest oder so sein, aber... Ah, ne, ein Schrein. Oh, Zitterfrüchte. Da oben schauen wir auch gleich nochmal rauf, aber ich will erstmal den Schrein erledigen. Und das Glutkraut können wir eigentlich fotografieren. Oder? Ja. Und wieder ein neuer Eintrag im Hyrule-Handbuch. Nice. Kimatsuzu-Schrein. Okay. Bin mal gespannt. Kann sein, dass es nur ein Belohnungsschrein sein wird, aber ist das leider so. Nee, es ist kein Belohnungsschrein. Unterbrochene Flugbahn. Hatten wir sowas nicht schon mal? Wieder mit Elektrizität, oder? Hier ist auf jeden Fall irgendein Schalter. Was ist das? Kann ich das nehmen? Auch nicht. Ich muss mir hier erstmal einen Überblick verschaffen. Ah, ich glaube... Das ist nicht... Halt's ab. Die wollen nicht ernsthaft... Ja, das ist ja fies. Ernsthaft. Doch, wollen sie. Ah, das ist so lächerlich. Oh, fast hatte ich ihn. Vor allen Dingen, die Höhe ist auch immer unterschiedlich. Das ist lächerlich. Ja, ich muss da rankommen. Ich habe noch nicht mehr Bomben. Aber ich habe Bomben, habe ich. Wartet mal. Ich habe aber Bomben, mit denen ich arbeiten kann.
komme ich hier? Ernsthaft? Der Schrein ist zwar nicht groß, aber er ist schwierig. Die Rätsellösung ist zwar einfach, aber dafür schwierig zu lösen. Das ist so le... Alles gut, ich habe nichts gesagt. Einfach mit Stasis einmal anhalten und dann geht es wunderbar. Gut, aber wie komme ich an die Truhe ran? Ist weder magnetisch. Es sei denn. Ich muss mal was probieren. Nee. Wie komme ich da rein? Das heißt, ich muss ja da hoch. Ich muss da rauf. Komme ich denn hier irgendwie rauf? Ich weiß es nicht. Ich suche noch mal alles ab. Vielleicht gibt es hier irgendeine Wand oder so. Ich habe keine Ahnung. Ich habe eine Idee. Ist die einzige, die mir gerade einfällt. War verrückt, aber ich bin der Meinung, dass es funktionieren könnte. Wenn ich den noch an die Kugel komme. Ah ne, warte, ich bin ja auch blind. Alles gut, hat sich geklärt. Ich habe das bloß nicht so gut gesehen. So geht's auch. Ich wollte das Ding mit Stasis anhalten und dann raufhauen und mich dann auf die Kugel stellen. Und so dann irgendwie da rauf landen. Aber es hat sich ja auch so geklärt. So, damit hätten wir auch dieses Zeichen. Na gut. Das sollte jetzt auch kein großes Hindernis sein. Wenn es nur noch 32 Schreine. Nice. Das heißt, wir können uns wieder ein Zeichen der... das heißt, wir haben jetzt wieder 4 Zeichen der Bewährung und könnten uns einen Container holen. Ja. Diesmal nehmen wir aber wieder Ausdauer. Hatte ich ja gesagt. Och, 88 Schreine. 32 noch. Lange dauert es nicht mehr. Dann kommt ja auch noch der DLC dran, die Nebenaufgaben. Und, och. Und der Sturm hat sich endlich gelegt. Nice. Ja. Ah, ist ja auch ein Krog, oder? Ja, natürlich. Was? Achso. Und doch, hier ist auch ein Krog, ich wollte schon mal sagen.
Ich mach's, glaube ich, wieder so. Ja. Da ist noch eine Statue, aber das ergibt... Das würde keinen Sinn ergeben. Der kann da vorne erstmal weg. Hier war ja der Moldora. Beziehungsweise. Ja, nicht der Moldora, oder. Waren wir hier schon? Da waren wir noch nicht. Weiß ich nicht. Ich glaube, da waren wir aber schon. Das heißt, wir gehen jetzt hier einmal so zurück. Also eigentlich jetzt nur noch geradeaus. In die Richtung, ja. Und dann brechen wir jetzt ein neues Gebiet auf. Oh, da oben ist ein Wachposten. Hallöchen. Da ist eine Truhe. Sonnenschild. Dafür habe ich mein Leben riskiert. Das da ist interessant. Aber anscheinend war auch nichts. Okay. Bisschen in die Richtung will ich gehen. Weil hier den Weg, wir sind ja schon abgelaufen. Sieht nach Chili aus. Ich will da noch mal kurz rauf gucken und dann brechen wir auch schon zum neuen Gebiet auf. Hat sich die zwei Feuerpfeile gelohnt. Die Truhe ist weg, natürlich. Ein Ivarok vermisse ich. Den hätte ich nochmal in der Gerudo-Wüste gefeiert. Ich glaube, wir haben gar keinen, wenn höchstens einen oder so gesehen. Aber ich glaube noch nicht mal das... Verdammt, ich wollte aufs Master Set gehen, so. Oh, wir werden angegriffen. Hilfe! Wisst ihr was? Zack! Da ist noch ein Elektroflügler.
Oder ist das eine Krogblume? Nee, nee, das ist ein Fledermaus. Zeug. Was haben die hier gemacht? Ist die Frage. Oder haben die einfach nur Schatten vor der Sonne gesucht? Das würde mich wundern. Guck mal, eine Truhe. Gerudo Zweihänder. Nee. Lass mal stecken. Was haben wir hier oben drauf? Eventuell ein Kroggy. Oder ist das so ein mega Ivarok? Das wäre nice. Na gut. Damit hätten wir das auch. Und machen uns auf ins neue Gebiet. Problem? Wir haben bis jetzt wirklich alle Türme markiert. Außer in diesem Gebiet. Das könnte nämlich schwer werden. Schauen wir einfach mal nach. Revali, dein Sturm bitte. Aber selbst Revalis Sturm reicht kaum aus. Ah, Revali-Sturm ist schon wieder aufgebraucht. Ah, ich sehe den Turm sogar. Wenn wir einen Krog sehen, nehmen wir den natürlich mit, aber... Ansonsten... Wollen wir uns auch nicht länger aufhalten. Ich hoffe, der Turm ist nicht gut bewacht, aber eigentlich sollte der es nicht. Sagt das Thermometer? 40 Grad. Hier wird offscreen auch wieder kochen müssen. Da ist der Turm ja. Alter, ist der hoch. Da kommt mir das nur so vor. Ja, moin. Alter, ist der hoch. Also hoch könnte ich auf... Da oben kann man erst... Wie viel Ausdauermedizin habe ich? 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Sollte reichen. Ja, ist klar. Kann man eigentlich so viel Ausdauer haben, dass man das wirklich bis nach oben schafft. Alter. Das könnt ihr mir gerne mal in die Comments schreiben. Alter. Ich weiß, ich sollte das nicht machen, aber ich bin davon eigentlich fest überzeugt, dass wir das packen.
Bloß nicht nach unten schauen. Ich glaube, das ist der größte Turm in ganz Hyrule, Alter. Ah, da oben, wir haben es fast geschafft. Wie viele Ausdauer-Items haben wir noch? 3 Stück. Oder? Ja. Und das muss reichen. Kashiwa? Ja, moin. Man ihn schon aus der Entfernung hört oder von der Instanz. Alter. Gerudo-Turm. Ohne die Ausdauer-Items wäre ich aber aufgeschmissen gewesen. Ja, also. Entweder Kashiwa hat wirklich viele Geschwister oder. Keine Ahnung. Aber ihn hören wir uns auf jeden Fall nochmal an, was er sagen möchte. Eine Sidequest. Kashiwa. Oh. Verzeih mir, ich war ganz in dieses Lied vertieft. Mein seliger Meister hat es eins verfasst. Es ist für den Helden bestimmt, die die große Verheerung bekämpfen wird, die vor 100 Jahren in unser Land zerstört hat. Aber in diesen 100 Jahren hat sich uns kein Held gezeigt. Dabei glaubte mein Meister ganz fest daran. Ich übe das Lied jeden Tag, in der Hoffnung, dass eines Tages der Held meinen Worten lauschen wird. Oh, Verzeihung, ich rede und rede wieder. Auch in dieser Gegend, hier wird ein Lied überliefert, in dem sich der Held den Prüfungen stellt und sie überwindet. Und möchtest du dieses Lied der Region hören? Ja, bitte. Scheint Himmelslicht im Nordwesten hell an des Turms Schattens Spitze, damit die Heldenprüfung sich auftut. Ah, für da unten. Scheint Himmelslicht im Nordwesten hell, an der Turmschattenspitze mit Mut schießt ein Pfeil in des Lichts des Quell, damit die Heldenprüfung sich zeigt. Alles klar. Danke dir, Revali. Mich interessiert aber viel mehr dieses Gebiet. Aber was wir natürlich wieder machen können, damit wir es nicht allzu schwer haben.
So. Das vorvorletzte Gebiet. Schauen wir mal. Nein, Gebirge. Eine Karte der Umgebung wurde hinzugefügt. Es ist zwar nicht hoch, Gerudo-Hochebene, aber dafür alles verzweigt. Sollte aber alles in ein bis zwei Parts machbar sein. Gerudo-Gipfel, Agathberg, Beryl-Schneefeld, Rutimitala-Hochland, Elmar-Plateau, Saphias-Plateau. Okay, alles klar, dann danke ich fürs Reinschauen. Gerne ein Abo und einen Comments da lassen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.